Olaf, Frau Faeser, das im demokratischen Deutschland. Oh, Eilmeldung, das Wahlergebnis in Sachsen, es wird korrigiert. Natürlich verliert die AfD den Sitz der Sperrminorität. Dabei gibt es weiterhin Fehler im Wahlergebnis. Die Stadt Strehla weist heute Morgen immer noch 103% Wahlbeteiligung aus. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute die erste Nachlese zur Sachsenwahl, wo wir etwas ins Detail gehen. Es gibt hier eine Korrektur des Wahlergebnisses durch den Landeswahlleiter. Aufgrund eines Softwarefehlers, kann ja mal passieren, wird jetzt hier die Sitzanzahl nochmal korrigiert. Zwei Dinge dazu, dass denen Softwarefehler unterlaufen, weil sie zu blöd sind, sie zu bedienen, halte ich für wirklich realistisch. Dass diese Fehler immer dann passieren, wenn sie zum Nachteil der AfD entstehen, das ist schon wieder hier verdächtig. Wir erinnern uns die Bundestagswahl 2013, als die AfD den ganzen Abend bei 4,9% gestanden hat und wie durch magische Hand es nicht nach oben schaffen konnte. Dabei haben wir in Sachsen gesehen, wie auf einmal wie immer mehr Stimmen ausgezählt wurden, hier die Grünen und die Linken, wie so eine kleine Seuche es nochmal auf die 5% geschafft haben. Wirklich sensationell, kann ich euch sagen. Jetzt hat der Landeswahlleiter einen Softwarefehler ausgemacht, der der CDU und der AfD in Sachsen einen Sitz im Landtag kostet und den bekommen einmal die Grünen und einmal die SPD. Sie haben es also geschafft, über die Grundmandatsklausel dann doch wieder am Ende einzuziehen in Sachsen, die Grünen. Es ist wirklich phänomenal. Es ist völliger Wahnsinn, man kann es nicht oft genug sagen, aber sie haben wohl nicht ganz aufgepasst. Es gibt die Stadt Strehla in Sachsen. Dort haben wir 103% Wahlbeteiligung. Es ist im Wahlkreis Meißen 1. Im Freistaat Sachsen. Das Ergebnis ist weiterhin online. Wir haben 3049 Wahlberechtigte und hatten 3156 Wähler. Jawohl, meine Damen und Herren, das im demokratischen Deutschland. Oh, das würde bei Putin etwas anders aussehen. Sie können hier sich noch nicht mal bei der Wahlfälschung ordentlich anstellen. Aber Wahlfälschung, das kann man anhand dieser einen Aussage hier noch gar nicht beurteilen. Es könnte jetzt einfach sein, dass es zu einem Übertragungsfehler gekommen ist. Das Problem ist allerdings, wenn man sich dann die Stimmenverteilung unten drunter anschaut, dann passt das. Also einfachster Fehler wäre ja, man hat hier statt 3.100 Stimmen, 2.100 eintragen wollen und hätte dann eine Wahlbeteiligung von knapp 60% gehabt. Nein, nein, die einzelnen Stimmen, die kommen auch in Summe auf so viele Stimmen. Jetzt kann ich euch sagen, ich bin oft genug Wahlleiter, nein, nicht Wahlleiter, schön wäre es gewesen, oft genug Wahlhelfer gewesen in meinem Leben, dass ich weiß, wie jetzt hier diese Fehler passieren könnten. Und zwar ist es ja auch theoretisch möglich, in einem anderen Wahllokal zu wählen. Da gibt es dann die Besonderheiten, dass man dann, also es kommt darauf an, wenn man im selben Wahlkreis ist, kann man auch denselben Direktkandidaten wählen. Man könnte allerdings auch wohnortfremd wählen, wenn es Verhinderungsgründe gibt, dass man es nicht mehr zum gleichen Wohnort schafft. Und dann kann man da teilweise mit Wahlschein dann im Wahllokal wählen gehen, obwohl man dort nicht auf der Liste steht. Dann muss man telefonieren, muss dort anrufen und so weiter. Aber es wäre schon theoretisch möglich, dass in einem Wahllokal Menschen abstimmen, die dort nicht im Wählerverzeichnis stehen. Natürlich gibt es dann Wähler, die gar nicht Teil dieser Wahlberechtigten sind. Aber dafür weist die Statistik extra die Wähler mit Wahlschein aus. Und da ist ein großes X. Da war wohl nichts. Das ist nämlich jetzt hier das Problem. Hätten sie jetzt gesagt, mit Wahlschein wären irgendwie 350 Leute da gewesen, hätte man argumentieren können, die kommen von woanders her. Was auch immer die Gründe sind, sie wollten wählen gehen und dann weiß nicht die S-Bahn kaputt. Also es ist, man muss das schon konstruieren und dennoch steht hier dann einfach
dass wir 103,5% Wahlbeteiligung haben. Und dann erdreistet sich der Landeswahlleiter in Sachsen hinzugehen und zu sagen, wir korrigieren jetzt mal das Ergebnis nur um diesen einen Sitz für AfD und einen Sitz für die CDU. Oh hoppla, dass wir da so viel Wahlbeteiligung haben. Ja, das möchten Sie nicht sehen. Natürlich sind die Wahlen im Großen und Ganzen demokratisch abgelaufen. Es gab diverse Meldungen, dass bei der Kontrolle, bei der Wahlbeobachtung danach Barrieren aufgebaut wurden. Das wird sicherlich noch juristische Konsequenzen und Nachspiele hinter sich herziehen. Ob das denn so erlaubt ist, ich würde da auch sagen, nein, die Leute dürfen sich frei bewegen, wenn sie die Wahl beobachten. Es dürfen halt nur nicht zu viele sein. Wenn jetzt in einem Wahllokal, wo 8 Leute ihre Stimmen auszählen, 200 Leute zugucken wollen, wird das räumlich ein bisschen schwierig. Wenn diesen 8 Personen da 2 oder 3 zugucken wollen, dann können die sich ja völlig frei bewegen. Aber der Freistaat Sachsen, er macht hier vor, wie es gar nicht geht. CDU-geführtes Bundesland, Neuland eben, mehr kann man dazu nicht sagen. Sie können es nicht. Und ja, ich habe jetzt doch Bilder bekommen von Ricarda Lang. Bitte einmal genießen. Kanntet ihr sie schon, diese Bilder? Wirklich phänomenal. Sie wollen hier einfach nur klatschen, sich abholen. Eine und noch eine. Olaf, Frau Faeser. Ich finde das lustig, weil so wie sie die Realität jetzt leugnen, ja, wie sie alles wegdiskutieren, wegignorieren. Ja, die AfD ist rechtsradikal und mit den Wählern, mit den undemokratischen Stimmen. Und da kann ich nur sagen, Leute, wisst ihr, was bei der Bundestagswahl passiert? Wisst ihr, was passiert? Das wird richtig heftig, ja. Dann, man muss dazu sagen, im Westen wohnen die großen Wähler, ja. Wir hatten jetzt 6,5 Millionen Bevölkerung, dort wurde gewählt. Natürlich, das ist der bevölkerungsarme Osten und das ist das, was in der AfD man noch so ein bisschen verstehen muss. Im Westen gewinnt man die Wahl, nicht im Osten. Im Osten habt ihr schon gewonnen, im Osten seid ihr schon etabliert, seid ihr schon Volkspartei, kann man gar nicht mehr wegleugnen. Das ist so, das sind Fakten, ganz einfache, harte Fakten muss man das nennen. Und ich bin jetzt gespannt, ob die Brandmauer wirklich zu BSW fällt, denn alle wissen, dass Sarah Wagenknecht eine Kommunistin ist. Ob sie die Brandmauer zur AfD fallen lassen, im Moment ist dafür überhaupt kein Anzeichen in Sicht. Aber die nächste Frage ist ja, wenn Friedrich Merz die Brandmauer oben lässt, ja, was kommt nach Friedrich Merz? Wenn das mit Schwarz-Grün nicht reicht, also dann machen sie eine Kroko nächstes Jahr nach der Bundestagswahl. Eine tolle Sache, sage ich euch, ja. Und dann, wo sollen sie hin? Also, wer kommt danach? Wie? Wo? Was? Es ist eine völlige Inhaltsleere wieder bei der CDU. Wer folgt auf Friedrich Merz? Ja? Wer ist denn noch da? Hendrik Wüst? Jens Spahn? Und dann wird's schon leer. Ja, Thorsten Frey, aber da ist jetzt nicht so viel Futter hinten dran, dass die noch was reißen können. Und Friedrich Merz, entweder geht er unter mit seiner Brandmauer oder er reißt sie ein und damit zähmt er die AfD. Das ist ja das, was sie immer alle nicht verstehen wollen. Wenn sie die AfD in Regierungsverantwortung hineinholen, ist die AfD mitverantwortlich für Entscheidungen. Wenn es denn zu Entscheidungen kommt, könnte auch sein, dass es einfach ein riesiges Chaos gibt, wenn die AfD jetzt in Regierung muss, weil das innerparteiliche, also das müsste man ja dann erstmal Parteitag machen, ne? Ein bisschen absprechen. Also natürlich können die vorne das entscheiden, aber vorbereitet auf sowas ist hier niemand. Und dann würde das Selbstzerfleischen in der AfD ja schon deswegen losgehen, weil man bei einer Koalition eben auch Kröten schlucken muss. Dazu sind viele nicht bereit bei der AfD. Sie wollen lieber alleine regieren. Und wenn sie sie jetzt nicht ins Boot holen und sie damit entzaubern, wie sie immer sagen, oder dass man sieht, ob die AfD ihre Versprechen hält oder ihre Wähler enttäuscht, dann werden sie bei der nächsten Wahl wieder gewinnen und wieder gewinnen und wieder gewinnen. Und dann irgendwann ist es einfach auch schon zu spät. Ganz einfach, dann ist es zu spät. Ja? Ich bin gespannt, wie du das Ganze hier siehst. Abonniere doch den Kanal, dann verpasst du keines dieser Videos mehr. Ansonsten, wenn du die Schnauze voll hast von diesem Deutschland, dann schau unbedingt mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitkanal, für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden soll da was dabei sein. Und ja, wir sind noch am Anfang auf diesem Kanal, es kommen noch viele Videos, viele Themen, nicht immer gleich kritisieren, nur weil bei 3 Videos nicht das Gesuchte dabei gewesen ist.
Und die, die immer kritisieren, lade ich auch herzlich ein. Macht es doch einfach mal besser, gründet einen Kanal, schickt mir den Link. Ich kommentiere dann darunter. Und damit sage ich ciao, bis bald.